Ja, über was spricht man am Kloster? Ich denke, das ist ziemlich klar. Am Kloster ist das Wichtigste natürlich die Meditation. Die meisten von euch, denke ich, kommen auch hierher wegen der Meditation. Also zumindest ist es im Westen so, in den asiatischen Ländern ist ja oft ein anderer Grund, warum die Unterstützer ins Kloster kommen. Da ist mehr eher die Gebefreudigkeit, das Kloster materiell und mit Hilfe zu unterstützen. Aber im Westen, denke ich, ist doch so, dass die meisten wegen der Meditation ins Kloster kommen. Und ja, gestern Abend war es ja auch so ein bisschen ein Hinweis drauf, denjenigen, die neu auch hier sind oder noch nicht so vielleicht vertraut sind mit der Meditation, vielleicht auch den einen oder anderen Tipp zu geben oder denjenigen, die vielleicht schon länger dabei sind, auch vielleicht die ein oder andere Erinnerung zu vermitteln. Und ich möchte am Anfang darüber sprechen, so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen Mut machen, auch in der Meditation. Wenn wir das Gefühl haben, ja, ich kann mich nicht wirklich gut konzentrieren, ich habe da Schwierigkeiten, es ist alles andere passiert, aber ich kann mich nicht wirklich gut konzentrieren. Und da vielleicht auch ein bisschen Mut zu machen, dass auch wenn wir uns nicht gut konzentrieren können, doch schon sehr, sehr viel Früchte damit verbunden sind, also auch ein gewisser Segen auch schon damit verbunden ist. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir uns das bewusst machen und uns das vergegenwärtigen, was da auch für Früchte auch schon damit verbunden sind, so dass wir auch mutig bleiben, dass wir auch dabei bleiben und dass wir nicht dann irgendwann resignieren und die Flinte vielleicht ins Korn werfen. Und da habe ich ja heute so ein bisschen reingeführt in die Meditation und ja, unter anderem dann am Ende, wenn ihr euch vielleicht erinnern könnt, so das Etikettieren auch erwähnt. Es ist in meiner Tradition, ich bin ja von Ayakema geschult worden, war das immer ganz ein wichtiges Element. Es war ein wichtiges Element für diejenigen, die neu zur Meditation gekommen sind, aber es war auch ein wichtiges Element für diejenigen, die vielleicht schon lange dabei waren und in so eine gewisse Routine auch reingekommen sind. Und da, gerade auch wenn man ein Retreat macht, sich immer wieder auch an das Etikettieren zu erinnern. Es ist ein wichtiges Mittel, um den Geist zu trainieren. Und wenn wir etikettieren, das ist unsere Gedanken etikettieren, dann haben wir zwei Segen eigentlich davon. Das eine ist, dass wir tatsächlich den Geist vom Denken zum Erleben ausrichten können. Und um das geht es ja erst einmal in der Meditation, dass wir zum Erleben kommen. Und ja, wenn man auch noch wenig Meditationserfahrung hat, dann wird man sehr, sehr schnell feststellen, wie gewohnheitsmäßig der Geist immer wieder ins Denken abrutscht. Obwohl wir jetzt ja sagen, ich muss jetzt nichts denken, ich muss keine Probleme wälzen, ich muss keine Pläne machen, ich darf einfach sein, ich darf mich einfach der Meditation, dem Atem hingeben. Und trotzdem geht der Geist immer wieder zurück zum Denken. Ja. Und dieses Training einmal allein zu machen, ist etwas, wo wir eine gewisse Willenskraft entwickeln. Und wenn es 50 Mal oder 100 Mal in der Meditation ist, je öfter wir es natürlich machen, desto besser, desto mehr Willenskraft wird entstehen. Und ja, was noch der Fall ist, dass wir tatsächlich einmal mehr und mehr auch dann ins Erleben reinkommen. Willenskraft ist auch was, wogegen unser drittes Hindernis wirkt. Das dritte Hindernis ist Trägheit und Schläfrigkeit des Geistes, wo man eben auch leichter mal so die Erlaubnis geben, ja, wenn wir jetzt schon Zeit haben und jetzt haben wir Meditation und jetzt haben wir Zeit und dann geben wir uns leichter mal die Erlaubnis, ja, dann kann ich einfach mal so dahin schlendern, da kann ich einfach einmal so dahin denken, jetzt habe ich endlich einmal Zeit zu denken. Und das ist ein wichtiges zweites Kriterium beim Etikettieren, wenn wir vor allem ein bisschen detaillierter etikettieren, dass wir mitbekommen, was wir da die ganze Zeit denken. Also wir werden unsere
Gedankenmuster kennenlernen. Und das ist nicht ganz unwichtig, den eigenen Geist einmal kennenzulernen. Wir werden da wahrscheinlich relativ bald feststellen, dass wir im Großen und Ganzen immer sehr, sehr ähnlich denken, dass immer wieder die gleichen Muster ablaufen. Das manchmal scheint es fast zu sein wie bei einer alten Schallplatte, wo die Nadel in einer Rille hängen bleibt und immer wieder kommt das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Also jeder hat auch so seine Vorlieben, hat so seine Schwerpunkte, seine Furchen. Einer meiner Furchen ist zum Beispiel das Planen. Also das ist etwas, was ich als gelernter Architekt oder Innenarchitekt natürlich besonders gern mache. Und wenn es in der Meditation nicht so gut läuft oder ich mich nicht so gut konzentrieren kann, merke ich sofort, wie die Tendenz da ist, dass ich ins Planen reingehe. Und in einem Kloster, auch hier natürlich, und so auch bei uns im Kloster, gibt es natürlich immer was zu planen. Also das ist überhaupt kein Problem, da was zu finden, was man noch verbessern könnte, was man noch schöner machen könnte, was noch an Feinheiten zu verbessern wäre. Macht dann auch manchmal sogar Spaß, aber hat natürlich nicht wirklich was mit der Meditation zu tun. In der Meditation wollen wir ja mal ins Hier und Jetzt kommen, wir wollen ja mal in den gegenwärtigen Moment kommen, wir wollen ja mal zum Erleben kommen, wir wollen ja mal mit dem Leben tatsächlich in Kontakt kommen. Wir alle, denke ich, haben wir auch eine gewisse Sehnsucht. Wir wollen ja auch glücklich sein und wir wollen auch erfüllt sein. Und ich denke, das ist relativ gut verständlich oder gut nachvollziehbar. Wenn wir ein erfülltes Leben haben wollen, müssen wir natürlich mit dem Leben in Kontakt kommen. Also das geht ja nicht anders. Wir können nicht ein erfülltes Leben uns ausdenken, sondern wir können nur ein erfülltes Leben erleben. Also es ist ein ganz wichtiges Element auch, was wir hier auch erkennen können oder was wir uns bewusst machen können. Wenn ich erfüllt sein möchte und glücklich sein, erfüllt sein, das ist ja die gleiche Richtung, dann ist es natürlich wichtig, dass ich im gegenwärtigen Moment ankomme. Und darum vielleicht als Hinweis oder als kleine Botschaft oder als kleine Richtungsanweisung, nicht so viel denken, mehr leben. Nicht versuchen, das Leben zu erdenken, sondern mehr das Leben erleben. Also es ist ein ganz wichtiges Element hier, was wir hier auch schon lernen können. Ja, und dann, wenn wir unsere Gedanken dann etikettieren, eben zum Beispiel Vergangenheit, je älter man wird, desto öfter ist man in der Vergangenheit, je jünger man ist, desto öfter ist man in der Zukunft. Dann planen, wie gesagt, fantasieren, ganz bekannt auch Probleme wälzen, sich Sorgen machen, sind auch so ganz bekannte Muster, die wir haben. Oder wenn das alles nicht stimmt, ist immer auch ein Muster häufig zutreffend Unsinn. Also das ganz einfach, was da oben abläuft, dass das ganz einfach alles andere als sinnvoll ist. Man springt vom einen zum anderen, man weiß gar nicht, wo kommt das jetzt her, wo geht das hin. Also es ist ein ständiges Rumgespringe und ein Rumgehopse. Also und alles andere ist als wichtig, was da oben abläuft. Und das auch einmal zu erkennen, ja, das ist ganz wichtig vielleicht, um das dann auch mal loslassen zu können, dass wir erkennen, Mensch, da findet ganz viel Unsinn auch bei mir statt. Ja, wenn wir da nicht so genau hinschauen, wenn wir das nicht so genau erkennen, haben wir alle automatisch eine Tendenz in uns, dass wir glauben, das, was ich da denke, das ist ganz wichtig. Also das muss ich jetzt unbedingt bis zum Ende durchdenken, sonst geht mir was ganz Wichtiges verloren. Und meistens ist es sogar so, dass wir das bis zum Ende durchdenken müssen, weil nicht nur mir geht was Wichtiges verloren, sondern der Welt geht was Wichtiges verloren. So denkt man ja. Also wenn man sich so mal kennenlernt und so ertappt, dann wird das Ganze schon ein bisschen leichter. Also man nimmt das Ganze nicht mehr so dramatisch, was da oben abläuft. Gab es jetzt letztes Jahr ist, glaube ich, so ein neuer Bestseller rausgekommen, der hat gelautet Ruhe da oben. Also allein von dem Titel her haben sich viele Leute angesprochen gefühlt und eben dieses Ruhe da oben einmal. Jetzt, endlich einmal soll es einmal ruhig sein. Wir stehen in der Früh, wachen wir auf und es geht da oben los und es geht den ganzen Tag und geht am Abend, bis wir zum Einschlafen kommen, geht es da oben rund. So dieses
Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? Da gab es einmal so ein Lied. Einer, der das noch kennt. Ja. Oft hat man die Augen noch gar nicht offen und es fängt schon oben wieder an. Ja. Und da haben wir mal das Bedürfnis, ja, mal zur Ruhe zu kommen. Das ist eigentlich das, warum die meisten Menschen zur Meditation kommen, warum sie einen Meditationskurs machen oder warum sie ins Kloster kommen. Sie möchten einmal zur Ruhe kommen. Das ist das Hauptmotiv eigentlich. Wenn wir erkennen, dass das gar nicht so besonders ist, was da oben stattfindet, dass das oft viel Stress ist, dass da viel Unruhe damit verbunden ist, dass da viel Lärm auch damit verbunden ist da oben, dass da viel Reibung damit verbunden ist, alles was Dukkha ausmacht, also was unser Leiden, unser Unerfülltsein, unser Bedrücktsein, unsere Schwere ausmacht, dann kann vielleicht die Bereitschaft entstehen, mal von den Gedanken loszulassen. Es ist nicht so einfach, vom Denken loszulassen. Es ist so tief in uns eingefurcht. Und warum es vor allem so schwer ist, es loszulassen, es ist unsere Haupt-Ich-Bestätigung. Ich denke, also bin ich. Dieser bekannte Satz von Descartes, ja, der scheinbar eine Wahrheit ausdrückt und der aber nie wirklich hinterfragt worden ist. Ja, was ist eigentlich, was passiert eigentlich, wenn ich mal aufhört zu denken? Bin ich dann nicht mehr? Ja, und das ist eben für die meisten Menschen ein großes Risiko oder eine große Herausforderung, tatsächlich einmal aufhören zu denken und in eine neue Welt, die jenseits des Denkens ist, einzutauchen, sich dafür zu öffnen und sich der hinzugeben. Das ist eigentlich das, um was die Meditation geht. Also hier haben wir, und das sind jetzt fortgeschrittene Stadien der Meditation, aber hier haben wir, ohne dass wir jetzt schon uns gut konzentrieren können, haben wir erste sofortige Resultate in der Meditation. Und was vielleicht auch wichtig ist, wenn wir das etikettieren, wenn wir das auch immer wieder üben, und nur wenn wir es üben, hat es dann auch mit der Zeit eine gewisse Kraft, dass das Etikettieren dann auch im Alltag angewendet werden kann. Nicht, dass wir im Alltag vollkommen zum Denken aufhören sollen oder können. Meistens brauchen wir ja da auch eine gewisse Denkkapazität, um seinen Alltag auch zu bewerkstelligen, um seine Arbeit zu machen. Aber was im Alltag wichtig ist, dass wir, wenn wir negativ denken, dass wir da auch das erkennen, dass wir es mitbekommen, etikettieren, negatives Denken und vielleicht mit positiven Gedanken ersetzen. Oder wenn wir negativ denken, auch vielleicht sogar so wie in der Meditation, wieder in das bewusste Erleben reingehen. Einmal zu schauen, wie sitze ich denn? Oder sich daran erinnern, dass man gerade geht oder irgendwie eine Körperaktivität bewusst mitbekommen. Also das ist, denke ich, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit im Alltag auch. Und nur wenn wir die Meditation auch in den Alltag mit reinnehmen, also im Alltag auch fortsetzen, unsere Praxis, dann können wir auch davon ausgehen, dass mit der Zeit auch vielleicht einmal ein bisschen Kraft zusammenkommt, dass man sozusagen durch dieses Geistestraining auch ein bisschen Muskeln kriegen, geistige Muskeln bekommen und vielleicht dann tatsächlich neue Muster einüben können, neue Wege beschreiten können, die etwas beglückender sind als die alten. Das sind so die ersten Schritte. Ja, und dann, was natürlich auch ist, wenn wir so praktizieren, dass wir immer wieder vom Denken loslassen, ins Erleben gehen, dass wir von vor allem negativen Gedanken loslassen und mit positivem ersetzen, machen wir natürlich auch gutes Karma. Also das ist automatisch gutes Karma, was wir da machen. Wenn wir uns erlauben, dass wir einfach mit den negativen Gedanken uns fortschwemmen lassen, machen wir schlechtes Karma. Wir machen jeden Augenblick Karma, auch wenn es uns nicht bewusst ist. Das ist ganz wichtig, auch da mal Klarheit reinzukriegen, dass wir uns das bewusst machen. Auch wenn wir es nicht mitbekommen, machen wir Karma. Im Endeffekt ist es so, wenn wir nicht mitbekommen, was wir machen, was wir denken, ist es so, dass wir wahrscheinlich unsere Vernebelung, unsere Verblendung unterstützen. Wenn wir es mitbekommen, allein dieses Mitbekommen bringt eine neue Klarheit rein
Und wenn wir dann Klarheit bekommen, dann werden wir wahrscheinlich, und ein gewisses Training haben, werden wir wahrscheinlich den Geist ausrichten, um das Heilsame zu gestalten. Ja, das sind jetzt, um auch für diejenigen, die vielleicht noch nicht so tief in die Konzentration gekommen sind oder wo die Konzentration noch so am Anfang ist, noch so beim Entwickeln ist, so ein bisschen auch eine gewisse Aufmunterung oder positives Feedback, dass da auch schon einige positive Früchte auch zu ernten sind. Aber wie können wir jetzt auch die Meditation noch entfalten, sodass sie von großer Frucht und Nutzen ist? Also dass nicht nur in Anführungszeichen, sage ich jetzt, in Anführungszeichen so kleine Früchte auch zu ernten sind, sondern dass größere Früchte auch zu ernten sind. Und da gibt es eine ganz schöne Lehrrede. Das ist eine meiner Lieblingslehrreden in der mittleren Sammlung. Das ist die Maharahulavada Sutta. Das ist die Lehrrede vom großen Rat an Rahula, wo eben diese Frage besprochen wird, was zu tun ist, was zu unternehmen ist, sodass die Achtsamkeit auf den Atem von großer Frucht und Nutzen ist. Und in der Lehrrede ist eine ganz schöne Geschichte auch damit verbunden. Und ja, ich mag sie deswegen auch gern, weil sie so einen ganz guten Eindruck gibt über die damalige Zeit, in der Buddha gelebt hat und wo er mit seinen Jüngern zusammengelebt hat. Also man kriegt so ein bisschen ein Gefühl für die damalige Zeit, für die Atmosphäre, für die Menschen, die da beteiligt waren. Diese Lehre, die handelt in dem Chetavana, in dem Kloster, das Anathapindika gestiftet hat in Savatthi. Und in diesem Kloster hat Buddha die meisten seiner Regenzeiten verbracht. Ich glaube, 25 seiner Regenzeiten hat er in diesem Kloster verbracht. Und auch viele seiner Schüler haben in diesem Kloster gelebt. Und viele Lehrreden fangen damit an, dass eben diese Situation geschildert wird. Und in dieser Lehrrede heißt es, dass der Buddha sich am Morgen angezogen hat, seine Almosenschale umgehängt hat und sich auf Almosenrunde begeben hat. Und ebenso ist sein Sohn Rahula sich auch angezogen und hat auch die Almosenschale genommen und ist seinem Vater hinterhergegangen auf Almosenrunde. Und so scheinbar, als sie ein Stück unterwegs waren, dreht sich der Buddha auf einmal um und sagt zu Rahula: jegliche Form, Rahula, sollst du folgendermaßen betrachten. Das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst. Rahula ist ziemlich irritiert, ist sehr, sehr, vielleicht sogar ein bisschen schockiert, weil es normalerweise nie vorgekommen, dass der Buddha sich bei der Almosenrunde umdreht und dann auch noch was sagt. Also normalerweise macht er die Almosenrunde im Schweigen und geht als erster vorne weg und die anderen folgen ihm hinten nach. Also das war schon ein richtiges Geschehen, was da passiert ist. Und ja, Rahula, irgendwie ist er auch nicht auf den Mund gefallen und fragt da gleich nach. Nur jegliche Form ehrwürdiger, und der Buddha sagt dann: nein, auch jegliches Gefühl, jegliche Wahrnehmung, jegliche Gestaltung, jegliches Bewusstsein sollst du auch so betrachten. Das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst. Und Rahula hält dann kurz inne, überlegt, wer könnte an so einem Tag, wo er so vom Ehrwürdigen angewiesen wird, noch weiter auf Almosenrunde gehen. Also er bleibt stehen, kehrt um und geht wieder zurück ins Kloster, um wirklich den Tag auch für die Meditation zu verbringen. Er sitzt dann scheinbar, er setzt sich dann unterm Baum, also ziemlich sofort wahrscheinlich, er setzt sich unterm Baum. Und als er so unterm Baum sitzt, kommt sein Mentor, sein Meditationslehrer, der Sariputta, vorbei. Sariputta ist der Hauptjünger vom Buddha. Und Sariputta kommt vorbei und sagt zu Rahula: Rahula, praktiziere die Achtsamkeit auf dem Atem, sodass sie von großer Frucht und Nutzen ist.
Rahula war in der Zeit schon 11 Jahre im Orden. Also ist vielleicht für uns auch ein bisschen besänftigend, dass Rahula auch nach 11 Jahren Ordenszugehörigkeit und Unterweisung von Sariputta und vom Buddha, von seinem Vater, dann so eine Anweisung bekommt: Rahula, praktiziere die Achtsamkeit auf den Atem so, dass sie von großer Frucht und Nutzen ist. Und die Geschichte geht dann weiter, dass Rahula scheinbar nicht genau weiß, was da zu tun ist. Also wir können da auch diejenigen vielleicht auch unter euch, die schon lange dabei sind und sich vielleicht auch manchmal so ein bisschen fragen, ja, warum geht es nicht weiter oder warum kommen da noch größere Früchte? Also vielleicht auch so ein bisschen zur Erleichterung, auch Rahula, der 11 Jahre an diesem Ort gelebt hat, wusste da nicht ganz genau, was der Buddha was Sariputta damit gemeint hat. Und er geht dann am Abend zu seinem Vater, als der natürlich wieder zurückgekommen war, als der seine Nachmittagsmeditation beendet hatte, und geht zu seinem Vater und fragt ihn: Ehrwürdiger, wie soll ich praktizieren, sodass die Achtsamkeit auf den Atem von großer Frucht und Nutzen ist? Also nicht nur so diese kleinen Früchte, die wir gerade schon besprochen haben, sondern von großer Frucht und Nutzen ist. Und das Interessante in dieser Lehrrede ist, dass der Buddha jetzt nicht gleich ihm anweist, wie er die Atembetrachtung, die Anapanasati-Praxis machen soll, sondern ihn erstmal einige vorbereitende Übungen gibt. Und deswegen erzähle ich es eigentlich heute auch, weil die meisten, ich weiß das aus eigener Erfahrung, die meisten setzen sich hin und fangen relativ schnell an, auf dem Atem zu gehen, ohne sich wirklich vorzubereiten. Und ich möchte euch mit dieser Lehrrede auch dabei ermutigen oder unterstützen, vielleicht erst einmal lieber ein bisschen Vorbereitung zu betreiben, sodass der Geist dann in einer inneren Atmosphäre ist, sodass er dann überhaupt die Fähigkeit hat, den Atem bewusst zu erleben. Oft ist es so, dass wir zu schnell auf dem Atem gehen, oft, ja, vielleicht gerade auch, wenn man in einem geschäftigen Alltag ist und dann kommt man am Abend von der Arbeit nach Hause und dann setzt man sich hin und geht gleich auf den Atem. Also da ist natürlich nicht viel möglich. Da wird man wahrscheinlich erst einmal sich mit all dem, was im Alltag abgelaufen ist, beschäftigen und der Atem wird vielleicht gar nicht richtig zu finden sein. Also das ist entweder vernebelt oder man ist mit irgendwelchen Widerständen oder Begehrlichkeiten beschäftigt und kommt irgendwie gar nicht richtig an diesen Atem ran. Also darum ist es wichtig, eine gewisse Vorbereitung zu machen. Natürlich, was Buddha jetzt sagt, das ist einiges an Vorbereitung, also das ist einiges an Anweisung, was er seinem Sohn da gibt. Das ist natürlich in einer Alltagspraxis wahrscheinlich nicht möglich, sodass man vielleicht, und da werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, sodass wir diese verschiedenen Anweisungen sozusagen für uns ein bisschen zusammenfassen können, vielleicht für ein oder zwei vorbereitende Übungen, um da ein gewisses System vielleicht auch in unsere Meditationspraxis reinzubringen. Für diejenigen natürlich, die im Kloster leben oder für längere Aufenthalte ins Kloster kommen, ist es natürlich auch möglich, diese einzelnen Anweisungen, die Buddha gegeben hat, auch mal ein bisschen intensiver auch zu praktizieren. Im Endeffekt sind die ganzen Anweisungen auch eigenständige Meditationsformen. Also zum Beispiel die erste Anweisung, die er gegeben hat an seinen Sohn Rahula, ist, sich die Elemente zu vergegenwärtigen. Hier, Buddha spricht hier von 5 Elementen, von Erde, Wasser, Feuer und Luft und vom Raumelement. Und die 5 Elemente mal zu kontemplieren, in sich vor allem, auch zu kontemplieren, in sich zu erleben. Und da gibt's, also ich weiß das auch, ihr habt da auch schon einmal einen Kurs mitgemacht mit den Elementen, die Elemente-Meditation oder die Elemente-Praxis. Sie wird in dem Kloster von Paok Sayadaw auch gelehrt. Ist eine der Hauptmethoden, die Elemente-Meditation oder Kontemplation-Meditation. Und da wird erst einmal erklärt, wie sich die einzelnen Elemente anfühlen. Und dann wird eben ein durch den Körper durchgehen gemacht, wo man dann versucht, im Körper die einzelnen Elemente auch zu spüren und zu erleben.
denke, das einfachste Element ist das Erdelement. Das können wir alle vielleicht auch in einem gewissen Maß auch nachprüfen oder nacherleben in uns selbst. Das ist das, was das Schwere, das Harte, das Kompakte ist. Also all das, was wir im Körper als schwer, als kompakt, als solide erleben, das ist das Erdelement. Und da, wenn wir durch den Körper durchgehen, von oben nach unten durchgehen, so eine Art Bodyscan machen, so einen Körperscan machen, da können wir das ganz gut auch nacherleben. Die zweite Anweisung, die Buddha gegeben hat, ist, die Meditation zu entfalten, die Meditation zu praktizieren, so dass wir gelassen werden wie die Elemente. Gelassen zu sein wie die Elemente ist vielleicht praktisch auch wieder wichtig, dass wir das auch praktisch wieder mitbekommen. Wie können wir das praktisch auch umsetzen? Und das ist ja, was uns interessiert, nicht nur das theoretische Gebäude zu bekommen, sondern auch, wie können wir es praktisch auch nachvollziehen? Und das praktische Umsetzen ist auch wieder durch den Körper durchzugehen. Ja. Durch den Körper durchzugehen, die einzelnen Elemente vielleicht zu erleben und nicht drauf zu reagieren. Ja. Das ist eine Methode, die auch aus Burma kommt. Die wird in manchen Kreisen wird die als Vipassana-Methode bezeichnet. Vielleicht habt ihr schon von Goenka gehört. Er ist sehr bekannt damit geworden. Ayakema hat die Methode auch gelehrt. Sie hat die Methode Stück für Stück genannt. Denk berechtigterweise, weil Vipassana ist ein Resultat aus einer Methode und nicht eine Methode, also nicht eine Bezeichnung für eine Methode. Vipassana ist ja Einsicht und kann als Resultat von einer Methode entstehen. Also, wobei Stück für Stück hört sich nicht so attraktiv an wie Vipassana, aber Ayakema war sehr pragmatisch und hat das halt so genannt, was man halt macht. Stück für Stück durch den Körper durchzugehen. Und ein Kriterium bei dieser Methode ist tatsächlich, durch den Körper durchzugehen, die Elemente zu erleben, aber auch so diese Verdichtungen, diese Verspannungen, die, ja, auch Emotionen auch zu erleben, wenn man durch den Körper durchgeht. Und bei jeder Körperstelle, bei jedem Körperempfinden, bei jeder Emotion einen Augenblick dabei zu verweilen, dann wieder loszulassen und zur nächsten Körperstelle zu gehen. Dann diese nächste Körperstelle wahrnehmen, annehmen, einen Augenblick dabei verweilen, loslassen und weitergehen. Durch dieses systematische durch den Körper durchgehen, lernen wir die Kunst des Nichtreagierens. Es ist so, dass natürlich in unserem Körper, es werden Stellen hochkommen, die sich angenehm anfühlen, das kriegen wir mit, bleiben einen Augenblick dabei, lassen diese Körperempfindung, diese angenehme Körperempfindung wieder los und gehen weiter. Dann wird es auch sein, dass unangenehme Empfindungen, unangenehme Emotionen auch hochkommen, spürbar sind, kriegen wir mit, bleiben einen Augenblick dabei, lassen das los und gehen weiter. Was wir zusätzlich lernen, also wir behandeln alles gleich, ob es jetzt angenehm oder unangenehm ist. Normalerweise in unserem Leben, wenn man das einmal mitbekommt, ist es so, dass wir auf angenehme Gefühle sofort mit haben wollen reagieren, möchte ich behalten, soll mehr werden, soll intensiver werden, und auf unangenehme Gefühle reagieren wir, möchte ich loshaben, möchte ich nichts damit zu tun haben, soll verschwinden. Und die meisten Menschen tun von morgens bis abends nichts anderes, als angenehmen Gefühlen hinterher zu hecheln und festhalten zu machen, festhalten zu wollen und unangenehmen Gefühlen ausweichen zu wollen. Wir treten mit unseren fünf Sinnen mit der Welt in Kontakt und die Sinne machen einen Eindruck in unserem Geistkontinuum und dieser Sinneseindruck wird mehr oder weniger automatisch von unserem Geist verarbeitet und zwar gefühlsmäßiger und wahrnehmungsmäßiger Art. Gefühlsmäßiger Art ist es so, dass wir diesen Sinneseindruck so verarbeiten, angenehmes Gefühl, neutrales Gefühl oder unangenehmes Gefühl.
Und wahrnehmungsmäßiger Art ist es so, dass wir das verarbeiten, indem wir das benennen, indem wir das etikettieren, was da an Eindruck reinkommt. Und dann kommt, ja, das, man könnte fast auch sagen, bei einem untrainierten Geist fast auch das automatische Reagieren oder Gestalten, das willentliche Gestalten. Willentliche Gestalten in Anführungszeichen, meistens ist ein zwanghaftes Gestalten, das da stattfindet. Und da ist es eben so, dass wir auf angenehme Gefühle mit haben wollen, mit festhalten wollen reagieren und auf unangenehme Gefühle mit loshaben wollen reagieren. Neutrale Gefühle, die kriegen wir im Allgemeinen gar nicht mit. Und hier haben wir mit dieser Methode durch den Körper, durch den Stück-für-Stück-Methode, haben wir die Möglichkeit, mal systematisch das Nicht-Reagieren zu praktizieren, gelassen zu bleiben bei allem, was sozusagen auftaucht, bei allem, was in unserem Geist in Erscheinung tritt. Also es ist ein ganz wichtiges Training, das wir hier machen können. Und was noch, eine tolle Begleiterscheinung ist, das ist, dass wir es loslassen lernen. Das Loslassen, was immer wieder empfohlen wird und wo oft gesagt wird, das ist das Wichtigste auf dem spirituellen Weg, dass wir loslassen. Lass endlich los. Ja, und dann denkt man, ja, das kann der schon sagen, lass endlich los. Aber ich weiß nicht, wie man es macht. Ja, lass endlich los, lass endlich los. Ich kann das nicht mehr hören, lass endlich los. Ich weiß nicht, wie man es macht. Hier können wir es einmal systematisch lernen. Wenn man jetzt zum Beispiel bei der Schulter ist, und will zum Ellbogen kommen, also zur nächsten Stelle, müssen wir die Schulter loslassen, damit man zum Ellbogen kommt. Das ist, denke ich, ziemlich klar. Das ist ziemlich logisch. Also hier haben wir eine wunderbare Möglichkeit, auch dieses Gelassenheitstraining systematisch auch zu praktizieren. Natürlich können wir uns auch durch weises Erwägen gelassener werden. Natürlich können wir auch, wenn wir in der Meditation einmal mehr zu uns kommen, mehr in uns reinkommen und da vielleicht auch beglückendere Zustände erleben, dadurch können wir natürlich auch gelassener werden, nicht mehr so sehr in der Außenwelt nach Glück suchen. Also das sind natürlich auch Möglichkeiten, gelassen zu werden. Aber hier haben wir für alle auch wenn der Geist vielleicht noch nicht so sehr trainiert ist, eine schöne Möglichkeit. Ja, und dann kommt als nächste Anweisung vom Buddha, also zumal die Elemente, dann kommt als nächste Anweisung des Buddha, die Brahma-Viharas zu entfalten, zu praktizieren, die vier höchsten Emotionen zu praktizieren. Die Liebe, das Mitgefühl, Freude oder die Mitfreude und die Gelassenheit nochmal. Die Liebe gegen unseren Widerwillen, unsere Widerstände als Gegenmittel zu praktizieren. Metta, Karuna gegen unsere Grausamkeit als Gegenmittel, das Mitgefühl als Gegenmittel. Die Mitfreude gegen die Missgunst, Neid und Missgunst, die Mitfreude oder die Freude überhaupt. Und die Gelassenheit gegen unsere Widerstände, also so dieses, ja, innere Widerstände, Gelassenheit zu praktizieren. Und hier haben wir natürlich eine Möglichkeit, den Geist in eine Atmosphäre zu entfalten, wo er ein bisschen weicher wird, wo er ein bisschen geschmeidiger wird, wo er ein bisschen weiter, ein bisschen offener, ein bisschen lichter, ein bisschen leichter wird. Und wenn wir Interesse haben an einer vertieften Meditation, müssen wir uns um einen leichten Geist kümmern. Nur, Ayakema hat es so formuliert, nur ein freudiger Geist kann meditieren. Ein schwerer Geist kann nicht fliegen. Meditation ist was Leichtes. Das ist eine Art Fliegen. Und wenn wir jetzt mit zwei Koffern und beladen mit unserem Rucksack, mit unseren Ängsten, mit unseren Problemen und so, wenn wir da versuchen, da leicht zu werden, licht zu werden, weit zu werden, uns aufzulösen, transparent zu werden, ist ganz einfach nicht möglich. Also darum müssen wir uns darum kümmern auch, um eine gewisse Vorbereitung, um eine gewisse Atmosphäre. Hier haben wir heute Abend zum Beispiel auch dieses Chanting, das wir gemacht haben, da wo die liebende Güte-Lehrrede auch gechantet wird. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen.
Also auch die Reflexionen über die höchsten Emotionen zu machen, ist auch eine Möglichkeit, die mehr die liebevollen Gefühle zur Entfaltung zu bringen. Aber ich empfehle da oft, versucht da auch selber ein bisschen kreativ zu sein. Versucht da für euch selber vielleicht Bilder zu finden oder Sätze zu finden, die euch berühren, im Herzen berühren. Für manche Menschen ist es einfacher, wirklich Sätze zu verwenden. Zum Beispiel, möge ich glücklich und zufrieden sein, möge ich frei sein von Feindseligkeit. Wobei ich das schon nicht so gern mag, weil frei sein von etwas, da ist der Geist schon wieder auf sowas Negatives ausgerichtet. Versuchen, eher positiv zu formulieren. Möge ich ganz heil sein, möge ich voller Liebe sein, möge ich voller Licht sein, möge ich ganz gelassen und entspannt sein. Also solche Sätze zu formulieren und versucht da für euch auch rauszufinden, was spricht mich da besonders an, was habe ich für einen Satz, was habe ich für ein Wort, was habe ich für ein Bild. Habe ich mal von so Naturvolk gehört, dass ja, wo auch in jedem Volk meistens ein großer Heiler oder Schamane oder wie immer man dazu sagt, vorhanden ist. Und wenn eine Mutter ein Kind empfängt hat, war es in diesem Volk war es so, dann ist der Schamane gekommen und hat sich mit der Mutter in Verbindung gesetzt und hat versucht, das Lied dieses kleinen Embryos zu hören. Und hat dann so lange war der bei der schwangeren Mutter, bis er dieses Lied dieses kleinen Embryos vernommen hatte. Und dann hat er angefangen, dieses Lied zu singen und hat es der Mutter beigebracht. Und die Mutter hat dann dieses Lied die ganze Schwangerschaft gesungen. Und dieses Lied dieses Embryos. Und bei der Geburt haben dann alle dieses Lied gekannt und haben dann dieses Kind mit seinem Lied empfangen. Also man muss sich das einmal vorstellen, was das für ein schönes Ankommen ist auf dieser Welt, wenn man mit seinem Lied empfangen wird. Also so vielleicht so als Inspiration, sich, ja, vielleicht, was ist mein Lied, was ist mein Satz, sind meine Worte, was berührt mich? Also dafür auch einmal Zeit geben. Allein dieses Kontemplieren von dem, was berührt mich, was macht mein Herz leicht, was macht mein Herz weit, ja, kommt da ein bisschen Leichtigkeit rein ins Herz. Also allein sich damit beschäftigen, sind wir mit dem Heilsamen beschäftigt. Und das, denke ich, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe die Erfahrung gemacht, begleite jetzt die Menschen auch schon seit ja, knapp 20 Jahren, auch so in persönlichen Gesprächen. Und habe da die Erfahrung gemacht, natürlich auch von Aya Kema auch viel gehört, dass wenn wir die Liebe in unsere Meditation reinbringen, dass da viel, viel einfacher wird. Also, dass da diese Verengungen, diese harten, stabilisierenden Maßnahmen, die wir alle ständig ja irgendwo anwenden, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen, ja, dass die Liebe das stärkste Heilmittel ist, die auflösendste Kraft von unserer Ich-Bezogenheit ist. Manchmal gibt es auch so ein bisschen eine Tendenz, über die Metta-Praxis oder die Liebe auch ein bisschen so zu schmunzeln. Also ich weiß auch aus Zen-Kreisen gerade, guter Freund, eigentlich ein Zen-Meister, der vor ein paar Jahren jetzt gestorben ist, und der hat einmal ein bisschen geschmunzelt über diese Metta-Praxis. So, das war Österreich, so ein Schmalz. Ja, es ist also nichts für richtig praktizieren. Im Sender praktiziert man richtig. Und dann nach vielen, vielen Jahren hat er dann doch einmal sich scheinbar für die Praxis geöffnet und hat gesagt, er hätte sich so viel ersparen können an unnötigen Fehlwegen und an unnötigen Erschwernissen, wenn er da früher einmal sich dafür geöffnet hätte und drauf gekommen wäre. Also dass das Ganze sozusagen ölt, den ganzen spirituellen Weg ölt. Aber es sind nur Vorschläge. Letztendlich ist natürlich jeder selbstverantwortlich und kann so oder so den Weg beschreiten. Aber wie gesagt, ich habe aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung in der Begleitung festgestellt, Liebe ist
sehr, sehr unterstützen. Und ich würde sagen, Liebe ist für mich mit das Radikalste auf dem spirituellen Weg. Ich sage oft, das ist nur für die Mutigsten eine Praxisform, weil es die Kraft ist, die am stärksten auflöst, die unser Ich-Bezogenheit am allerstärksten auflöst. Ja, dann als nächste Anweisung hat der Buddha gegeben, die Asubha-Praxis zu machen, die Nicht-Schönheit des Körpers zu kontemplieren. Das haben wir heute Abend, heute Morgen auch schon, heute Abend auch gemacht, diese 32 Körperteile, sich zu vergegenwärtigen. Es wird normalerweise als eins der stärksten Mittel gegen die, vor allem die sexuelle Begierde, eingesetzt. Aber ich denke, das ist eben auch ein Hauptmittel, um ja unsere Anhaftung, unsere Identifikation mit dem Körper ganz einfach etwas aufzulösen. Und auch die nächste Methode, die Buddha empfohlen hat, die Vergänglichkeit zu betrachten, ja, ist auch, ja, alles vergeht die ganze Zeit. Das kann man kontemplativ natürlich auch sich erschließen. Das ist natürlich das Jahr, Winter ist weg, der Frühling, momentan kann man die Vergänglichkeit sehr, sehr deutlich erkennen. Heute so ein Tag wie heute kann man es gut erkennen, es ist schon wieder Abend, wo ist der Tag hingegangen. Aber auch vielleicht noch tiefer einsteigen mit der Vergänglichkeit, wirklich auch einmal in der Meditation, bei der Atembetrachtung, wirklich einmal dieses erkannte Erleben, dieses wirklich sich aufs Erleben einlassen und da mitbekommen in der Meditation, bei der Atembetrachtung. Mensch, das ist ja alles, löst sich ja ständig auf, das vergeht ja, da ist ja nichts, was bleibt. Auch wenn ich mich noch so anstrenge, es löst sich alles die ganze Zeit auf. Also da mal auch erlebnismäßig sich reingeben in die Vergänglichkeit. Ja, und was vielleicht das Interessante ist oder das Wichtige ist an diesen vorbereitenden Übungen, wobei, wie gesagt, jede von den Übungen ist eine eigene große Meditationspraxis für sich selbst, aber jetzt in Vorbereitung für die Achtsamkeit auf dem Atem sind einige der Methoden sind dafür geeignet, unser Anhaften loszulassen. Die Elemente-Kontemplation zum Beispiel, wenn man den eigenen Körper als Elemente betrachtet, dann ist man nicht mehr so ganz so identifiziert mit dem Körper. Wenn man die 32 Körperteile kontempliert, ist man wahrscheinlich nicht mehr ganz so stark identifiziert mit dem Körper. Wenn man die Vergänglichkeit mitbekommt, dann wird man wahrscheinlich ein bisschen weniger identifiziert sein. Also es wird ganz einfach klar, das ist ein Körper, der ständig neu zusammenkommt und sich ständig auflöst. Und dann die Brahma-Viharas, die sind dafür geeignet, unseren Widerstand aufzulösen. Weder das Anhaften noch der Widerstand ist günstig, wenn wir die Atembetrachtung praktizieren wollen. Wir wollen in der Mitte sein. Satipatthana-Praxis ist der mittlere Weg. Achtsamkeitspraxis ist der mittlere Weg. Oder wie ich gern dazu sage, für Satipatthana-Praxis ist die Entfaltung des bewussten Seins, des bewussten Daseins, ist der mittlere Weg. Weder was ranziehen, noch was wegschieben. Und wenn wir uns so vorbereiten, dass wir eine Geisteshaltung haben, die weder was ranzieht, noch was wegschiebt, dann haben wir eine sehr gute Möglichkeit, dass wir den Atem dann einmal so betrachten können, so erleben können, wie er ist. Solange wir mit dem Körper identifiziert sein, da wird immer ein gewisses Eingreifen sein, ein gewisses Kontrollieren sein, ein gewisses Manipulieren und Machen sein mit dem Atem. Ja. Und wenn es auch noch so subtil ist. Also da auch einmal das Loslassen, jede Art von Kontrolle, jede Art von Machen, mal alles loslassen und den Atem einfach so zu erleben, wie er ist. In der Lehrrede heißt es ja dann auch, nachdem er Verlangen und, ja, ich verwende das zweite Wort, vielleicht Widerstand hinsichtlich der Welt überwunden hat oder vielleicht auch bekümmert sein hinsichtlich der Welt überwunden hat, das finde ich eigentlich ein ganz schönes Wort. Nachdem er Verlangen und bekümmert sein hinsichtlich der Welt überwunden hat, richtet er die Achtsamkeit auf den Atem.
nach dem er Verlangen und Bekümmertsein hinsichtlich der Welt überwunden hat. Also das ist schon eine Riesenvorbereitung. Also wenn wir so weit sind, das würden wir jetzt fast schon sagen, vielleicht, ja, Mensch, da bin ich ja, so weit bin ich in der Meditation noch gar nicht oft gekommen, dass ich das alles einmal loslasse und in ein Stadium komme, wo ich ja fast schon meine Gedanken auch fast schon losgelassen habe. Ja, und dann ist die Anweisung vom Buddha, dann geht er erst auf die Atemachtsamkeit. Und das ist ein Prozess, ich nenne ihn manchmal ganz gerne als, das ist der Anapanasati-Prozess, der dann vom Buddha in 16 Schritten beschrieben wird. Und wo am Anfang die Anweisung ist, Vorsicht, die Achtsamkeit gegenwärtig zu halten. Gibt es viele Interpretationsmöglichkeiten. Was heißt das, Vorsicht? Ist tatsächlich nicht so einfach. Die Übersetzung heißt Vorsicht. Jetzt muss man damit zurechtkommen. Ja. Manche Lehrer lernen, ja, das ist die Nasenspitze, oder das sind die Nasenlöcher, die Härchen, wo man da lebt. Manche sagen da auf der Oberlippe, manche sagen, das ist ein bisschen, so stell dir vor, als wenn du so wie Pinocchio eine große, lange Nase hast, das ist ein Punkt, der eher vor der Nase ist. Manche lernen in der burmesischen Tradition, das ist die Bauchdecke, die zu betrachten ist. Ich habe auch schon gehört von thailändischen Lehrern, die auch lernen, betrachte den Atem einfach da, wo es dir am leichtesten tust. Das ist auch vielleicht nicht ganz, ganz uninteressant, da wo es dir am leichtesten erleben kannst, den Atem. Ich würde sagen, hier vorne oder vielleicht ein bisschen weiter vorne, wenn wir gut konzentriert sind und so das zu einem mentalen Punkt wird da vorne, würde ich als Vorsicht gegenwärtig halten, die Achtsamkeit Vorsicht gegenwärtig halten bezeichnen. Aber ist vielleicht auch individuell noch mehr unterschiedlich, muss man individuell auch mit Meditationslehrer besprechen, was das für einen am besten ist auch. Ja, und dann ist die weitere Anweisung, die ersten Schritte sind dann, wenn er lang einatmet, erlebt er das bewusst, dass er lang einatmet. Wenn er lang ausatmet, erlebt er das bewusst, dass er lang ausatmet. Wenn er kurz einatmet, erlebt er das, bekommt er das sozusagen mit, erlebt es bewusst, dass er kurz einatmet. Wenn er kurz ausatmet, erlebt er das bewusst. Und das ist sozusagen der erste Schritt bei der Atemachtsamkeit, dass wir uns wirklich einmal auf das Atemgeschehen einlassen und mitbekommen, den Atem einmal mitbekommen, so wie er ist, wenn er lang ist, wenn er unruhig ist, wenn er kurz ist, also das mitbekommen, wie ist der Atem. Ja. So der erste große Schritt. Und da mal dabei verweilen zu können, für längere Zeit, ja, längere Zeit dabei verweilen, da sind wir dann schon sehr, sehr gut dabei. Wir beschreiten hier einen Prozess, den ich gern als den Prozess des Loslassens und des Einlassens bezeichne. Der spirituelle Weg wird manchmal als der Weg des Loslassens bezeichnet, also auch von meiner Lehrerin Ayakema wurde es so bezeichnet. Ich bin da nicht so ganz einverstanden gewesen mit ihr. Ich sehe den spirituellen Weg als einen Weg des Loslassens und des Einlassens. Wenn wir was loslassen, kommt ja was Neues. Und ja, die Kunst ist, sich auf das Neue einzulassen. Wir können nicht nur loslassen, dann auf das Neue einlassen und dann sich in das Neue reingeben, dann das Neue loslassen und weitere tiefere Schichten sich einlassen. Das ist eigentlich so, erlebe ich auch den meditativen Prozess und auch den Achtsamkeitsprozess hier zum Beispiel schon einmal. Wir lassen Vergangenheit und Zukunft los und lassen uns auf die Gegenwart ein. Und dann ist die Gegenwart erst einmal noch eine sehr grobe Gegenwart und dann versuchen wir die grobe Gegenwart loszulassen und versuchen uns auf eine subtilere Gegenwart einzulassen. Also so, das ist der Prozess eigentlich, der in den 16 Stufen, in dem Anapanasati-Prozess beschrieben wird. Da ist immer wieder das Loslassen von etwas noch Groben und dann ein Einlassen auf die nächst subtilere Stufe. Und dann die nächste Stufe, wenn wir das loslassen, ist, und da verändert sich auch ein bisschen die Anweisung, der Terminus,
der wird auf einmal dann, zuerst wird es bewusst erlebt und dann erübt sich darin, den, beim Einatmen den ganzen Atemkörper zu erleben. Also da ist es, und ich habe das am Anfang, habe ich mich selber ein bisschen schwer getan, was meint er damit? Er übt sich dann, das, sich darauf auszurichten. Ich habe immer so für mich verstanden gehabt, in der Meditation soll man alles loslassen, ja, nichts wollen, sich nicht auf was ausrichten. Und jetzt hier auf einmal scheint es so eine Art Hinwenden zu etwas sein. Aber was hier gemeint ist, dass wir uns ganz einfach für eine tiefere Möglichkeit, für ein tieferes Erleben öffnen, sozusagen unsere innere Wahrnehmung auf so einen inneren Scan, würde ich es vielleicht sogar nennen, auf etwas ausrichten, um uns dafür empfänglich zu machen, um, wenn das kommen möchte, dann auch offen dafür zu sein. Also diesen ganzen Atemkörper, wobei, auch da gibt es wieder unterschiedliche Interpretationen, was damit gemeint ist. Also ich denke, das ist tatsächlich der ganze Körper, der da spürbar wird. Wir haben im Vordergrund, haben wir noch die Achtsamkeit auf dem Atem, im Hintergrund taucht dann der ganze Atemkörper auf, wird spürbar. Und dann als nächster Schritt, dass wir uns da drin dann total entspannen. Auch wieder so ein scheinbar fast ein bewusstes Entspannen, ja? Nicht, wie man es vielleicht manchmal so gehört hat oder versucht hat, das wird dann schon kommen, das wird sich dann von selber entspannen, sondern wir richten uns auf die Entspannung auch wieder aus, hier in diesem Anapanasati-Prozess. Es ist hier, wenn dann der Körper da ganz entspannt ist, würde ich vom, gibt viele Interpretationen, gerade über die Anapanasati-Sutta, also ich habe schon also die unterschiedlichsten Interpretationen gehört, also so unterschiedlich, wie man es fast nicht glauben kann. Ich denke, der Weg ist wie immer in der Mitte. Buddhadasa, ein thailändischer Meditationsmeister vom letzten Jahrhundert auch, der hat über den Prozess eine schöne Interpretation abgeliefert, die finde ich, also entspricht mir auch so am meisten, also seine Interpretation. Ich würde jetzt denken, dass wir, wenn das total entspannt ist, dass wir hier in der angrenzenden Sammlung sind. Also noch nicht wirklich in einem vertieften meditativen Zustand sind, noch nicht wirklich in uns sind, sondern sozusagen an der Grenze zu uns zu kommen. In der angrenzenden Sammlung. Das ist ein Zustand, der mehr oder weniger ohne Gedanken ist, wo die Gedanken tatsächlich keine Kraft mehr, keine Bindekraft mehr über uns haben, wo vielleicht noch ganz, ganz feine Gedankenfetzen so im Hinterkopf vorbeiziehen können, aber ist nicht mehr was, wo uns irgendwie fesseln kann oder wo uns irgendwie binden kann. Also es ist gar kein Problem, ganz in diesem Atem, in diesem sehr feinen Atemgeschehen zu bleiben. Also dadurch auch manchmal wird gesagt, ich habe nichts mehr erlebt, da war gar nichts mehr. Ja, es ist was tatsächlich, das stimmt natürlich nicht, was tatsächlich in dieser Phase ist, dass man nicht mehr denkt und dadurch das Gefühl hat, ja, da war nichts mehr, weil man normalerweise nur uns selber erleben, wenn wir denken. Oder den Geist nur als denkenden Geist kennen. Wenn der mal aufhört zu denken, das ist den meisten Menschen total unbekannt. Was noch ist in dieser Situation, ist, dass totale Entspannung total auch körperlich vorhanden ist. Augenblick vorher war noch alles, hat noch wehtan, man wusste gar nicht mehr, wie man noch sitzen soll und so. Und in dem Augenblick, wo diese Entspannung kommt, wo wir in diese Phase reinkommen, auf einmal scheint alles wie weggeblasen zu sein und der Körper ist total entspannt und man kann für lange Zeit weiter sitzen. Das ist die angrenzende Sammlung. Und dann geht's weiter dann. Ganz interessant auch in dieser Lehrrede tatsächlich, Buddha empfiehlt dann auch, dass man sich auf Pitti, auf Sukha ausrichtet. Das sind so die ersten inneren Gemächer. Pitti, Sukha, dieses entzückende körperliche Erleben und Sukha, dieses mehr emotionale innere Erleben. Und ja, die meisten Menschen haben in dieser Phase diese Schwelle sozusagen zu überwinden,
da scheiden sich die Geister, da ist normalerweise noch mal ganz eine große Schwierigkeit vorhanden. Und ja, da gehört viel, viel Übung dazu, da gehört viel, viel Vorbereitung dazu, da gehört viel Achtsamkeitstraining vor allem dazu. Kontinuierliche Achtsamkeit ist der 7. Schritt auf dem achtfachen Pfad. Samasati, dann kommt Samasamadhi. Also wir müssen eine kontinuierliche Achtsamkeit haben. Wir brauchen auch einen freudigen, leichten Geist, um dann in diese subtilen Bereiche reinkommen zu können. Deswegen auch Aufforderung, versucht auch in euer Leben viel, viel Freude reinzubekommen. Buddha hat viel über Freude auch gesprochen. Es ist kein Schwere, wird ja manchmal dem gerade auch im Theravada vorgeworfen, dass da zu viel vom Leiden die Rede ist. Wenn man sich einmal mit den Lehrreden beschäftigt, das ist alles voller froher Botschaft. Natürlich ist ein wichtiger Bestandteil auch, das Leiden zu erkennen, das ist gar keine Frage, aber wir können natürlich auch ganz, ganz viel Leichtes und Lichtes und frohe Botschaft erkennen in den Lehrreden. Ich denke, ich mache hier mal Schluss. Ich könnte natürlich jetzt auch erzählen, wie man noch mehr Freude ins Leben bringt. Aber ich denke, es ist vielleicht hier auch mal eine Möglichkeit, Schluss zu machen mit dem Vortrag. Und möchte euch gern die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen zu dem, vielleicht, was ich bis jetzt gesagt habe. Also seid ruhig mutig, traut euch. Ja, Pandey, ich wollte auch mal eine Frage stellen. Bitte. Oder was heißt Frage? Es ist einfach, ich fand es wunderbar, wie du die Metta doch für uns so zentral hingestellt hast, als wirklich eine Übung, zu der man eigentlich immer Zugang hat. Und wo ich ja denke, dass das in der heutigen Welt ganz wichtiger Zugang ist, auch in der Meditation. Gerade in der heutigen Welt, wie wir sie erleben. Und das ist eigentlich keine Frage. Für mich war es sehr schön, wie du das dargelegt hast, wie wichtig das als Fahrzeug sein kann, um einfach in eine konzentriertere Meditation zu kommen. So habe ich das für mich auch selber erlebt. Und ich denke auch, dass in der heutigen Zeit, dass meiner Meinung nach die Liebe, und ich verwende das Wort inzwischen wieder ganz gern, Liebe, weil es ganz einfach sehr, sehr kraftvoll ist, dass die Liebe die Qualität, die Kraft, die sie am meisten abgeht momentan in der Welt. Und ja, wir haben nicht umsonst auch unser Kloster Metta Vihara genannt, also das war auch natürlich, hat auch einen Ausdruck der Name, den man wählt. Es war schon auch, Ayakema war das ein großes Anliegen, die Metta-Praxis. Sie hat ja da auch nochmal, war auch sehr kreativ in der Metta-Praxis. Sie hat da eben nochmal Bilder kreiert, wo Menschen auch vielleicht ein bisschen mehr angesprochen werden. Was ich jetzt festgestellt habe, ich habe jetzt seit Neuestem sind bei mir auch, die sind jetzt schon länger in meinen Kursen und die machen wunderschöne Mantras, chanten die und unter anderem schöne, sehr, sehr schöne Buddha-Mantras, Buddha-Verehrung. Und also das öffnet die Herzen nochmal ganz anders. Also da habe ich festgestellt, da kann ich mir die schönsten Metta-Meditationen ausdenken und mit den schönsten Worten, die Ruth und Volkmar, sie spielt das Harmonium, das Indische, und er spielt Querflöte und sie hat eine wunderschöne Stimme. Und wenn die dann Namo Buddhaya singen, also da geht das Herz, also da geht es ganz von selber auf. Also das ist noch mehr so ein Element, wo ich denke, wenn man da in dem Bereich auch kreativ sind, das ist so berührend, so tiefgehend, dass man da auch vielleicht Melodien für Buddha Dhamma Sangha, für diese Anusati-Praxis nochmal, nicht nur wird normal als Betrachtung übersetzt, aber es ist viel mehr als eine Betrachtung, sondern es ist die Anusati-Praxis ist, finde ich, eine tiefe Herzensbetrachtung oder Herzensandacht. Und da, wenn man das unterstützen mit auch den entsprechenden Mantras oder mit den entsprechenden Melodien,
dann haben wir nochmal zusätzliche Möglichkeiten, wo wir auch nochmal die Herzen der Menschen noch leichter öffnen können. Also ich habe da in den Interviews gesagt, gestern Abend, das war, ist nur immer ein Mantra am Abend, gestern Abend, also das werde ich nie vergessen, es hat mein Herz total ist aufgegangen, mir sind die Tränen runtergelaufen. Also da, wie gesagt, ich kann da reden, was ich will, also da ist nochmal eine andere Qualität. Ja, ich hätte auch nochmal eine Frage, und zwar ging es ja darum, in den Lehrreden, hatte ich das zumindest so aufgefasst, dass Buddha empfohlen hatte, die unguten Dinge anzuschauen, damit die guten Dinge wachsen können. Wie kann ich dann eigentlich positiv denken und die anderen, die schlechten Dinge eigentlich weglassen, wenn es eigentlich als Empfehlung drinne steht, nur der wird weiterkommen irgendwie, der sich die unguten Dinge anschaut, damit das Gute wachsen kann. Da habe ich jetzt für mich irgendwo vielleicht falsche Sicht oder... Weil die Anweisung, die uns Buddha gegeben hat, ist die vier großen Anstrengungen. Das ist Vermeiden von noch nicht aufgekommenen unheilsamen Gedanken, schon aufgekommene unheilsame Gedanken überwinden, noch nicht aufgekommene heilsame Gedanken entfalten und aufgekommene heilsame Gedanken weiterführen. Das ist Vermeiden, Überwinden, Entfalten, Erhalten, hat Buddha gesagt. Mhm. Ich denke, dass wir gut beraten wären, uns mehr auf das Heilsame auszurichten. Wir haben alle die Tendenz, dass wir uns zu viel mit unseren Problemen und mit den Negativitäten und mit dem Schwierigen befassen. Also ich habe heute mal zum Mediker auch gesagt, bei den Routengängern, das ist so ein Gleichnis, wo mir so eine starke Aussagekraft hat. Früher war es so, da waren die Routengänger, die eben eine Wohnung oder ein Haus ausgeroutet haben und die Zimmer ausgeroutet haben. Die sind dann reingegangen in die Zimmer, haben die Wasseradern gesucht, haben die Verwerfungen gesucht, haben die Störfelder gesucht und die waren dann am Abend, waren die total erledigt. Oder von einer Routengängerin, da heißt es, ihre Schüler waren dann, haben dann fast alle Krebs bekommen. Und dann ist irgendwann einmal eine Frau draufgekommen, und bei der Art von Routen, da ist Störfeld, da ist Störfeld, da ist ein Wasser, also dann bleibt noch der Fleck übrig, da können wir das Bett hinstellen, da ist kein Störfeld da. Und dann ist eine Frau ist dann draufgekommen und hat sie gedacht, ja, warum richte ich mich denn die ganze Zeit auf die Störfelder aus? Ich könnte mich ja auch mal auf das heile Feld ausrichten. Hat dann auch mit der Route ist losgegangen, hat das heile Feld gesucht und hat genau den gleichen Platz gefunden und war dann am Abend viel positiver und nicht so erschöpft, sondern war eher aufgeladen. Und das finde ich so ein gutes Beispiel auch für unseren Geist, dass wir uns auch immer mit den Problemen wälzen und noch, wie kann ich das auflösen und analysieren und pipapo, anstatt einfach einmal den Geist aufs Heilsame auszurichten. Also das würde ich sehr, sehr empfehlen. Ja. Da hätte ich jetzt aber auch noch eine Frage mit der Musik. Weil wenn ich mir jetzt ein Mantra höre, ich höre im Auto auch Mantras und sowas, alles Hare Krishna, was es gibt. Das hört mir aber auch. Ja. Wenn man mal ans Gefäß, dann kriegt man das den ganzen Tag durch den Kopf, dann bringt das nicht mehr weg. Aber beim Meditieren. Das ist die Gefahr beim Mantra. Ja. Das ist tatsächlich die Gefahr, dass das dann wie ein Ohrwurm ständig da ist. Aber wenn, also gerade für den Alltag, wenn jetzt zum Beispiel Negatives mit Positivem ersetzen hat, wenn man dann anfängt, ja, was habe ich jetzt Positives, ich weiß jetzt nicht, was ich das denken soll. Und dann hat man so ein Mantra und dann ersetzt man das. Und wenn dann das Mantra tatsächlich auch eine Bedeutung und eine Kraft hat und ein positives Gefühl damit verbunden ist, dann hast du ein wunderbares Objekt, wie du es ersetzen kannst. Das ist mit der hinduistischen Tradition Mantra Japa. Ganz eine wichtige Praxis, ja. Also ich kenne das von Udo so, ich rezitiere relativ viel, ja, und singe so das Vedasahagatena Chidasa oder so. Ich mache das auf dem Arbeitsweg und mache das ganz viel für mich und merke aber auch, dass mich das nicht mehr loslässt. Ne? Das ist wie so eine CD, die da als Hintergrundmusik dauernd läuft und manchmal muss ich sagen, dass mir das auch zu viel wird. Und du kannst es in der Meditation nicht mehr loslassen, oder? Ja, das gibt es permanent, singt es dann weiter.
Und was hast du für, was ist für ein Gefühl mit dem verbunden? Hm? Das ist schon positiv. Grundsätzlich. Also jetzt vom würde ich dir empfehlen, dass du deine Aufmerksamkeit mehr aufs Gefühl richtest. Ja? Dass dich mehr auf das Gefühl ausrichtet und da versuchst, in das Gefühl, dieses positive, freudige Gefühl da tiefer reintauchst. Dann geht die Worte gehen dann mehr in den Hintergrund und du kommst mehr in das Erleben rein. Und dann kannst du es verwenden. Geht mit dem Gefühl tiefer und tiefer. Ja, danke. Arahan Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Svakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami.